Hallo und willkommen zurück zu Shinya's Let's Press and Graveyard Keeper Stranger Things. Ja, wir sind dabei, hier unsere Taverne auf Vordermann zu bringen und haben uns ein paar Sachen gebaut. Zwei Tische und einen Artefaktschrank, wo wir die ganzen Artefakte, die wir jetzt benutzen, mal reinstellen. Das steigert unsere Tavernenqualität. So, und ich habe gerade gesehen, diese Alchemistenrezepte kann ich anklicken und dann bringt es mir irgendwas. Lufterfrische und schwarze Farbe. So, nochmal kurz zu Gary gucken. Der Legionärshelm. Und der Legionärshelm hieß es, im Haus des Bauern und bringe ihn zu Gary. Okay. In das Haus des Bauern kann man ja eigentlich nicht rein. Oder der ist gemeint. Aber ich hätte eigentlich links gedacht. Bis ich 40 bei Adam erlangt habe. Aha. Aber vielleicht einfach nur, weil es gerade so spät ist. Wenn es gleich hell ist, vielleicht ändert das was. Es wird hell und zugleich neblig. So, warten wir mal noch eine Sekunde. Ich hätte gedacht, dass um die Uhrzeit auch die Leute dann aus den Häusern kommen und irgendwas machen. Aber es ist auch noch nicht richtig hell. So, jetzt kommen sie raus. Okay, ich darf da trotzdem nicht rein. Dann bleibt nur die Möglichkeit, weiter links zu gucken. Den Ruf bei Adam kriege ich doch gar nicht hoch. Kriege ich 40 bei den Bauern? Ich habe denen ja schon unendlich Zeug verkauft. Nee. 80 beim Müller habe. Der Müller hat 0. Obwohl ich hier Rang 3 mir schon erspielt habe, indem ich 1000 Sachen gebaut habe, gekauft habe und ihm ganz viel Weizen gegeben habe. Das Haus des Bauern. Kann ich nur in die anderen Häuser irgendwie nochmal reinschauen. Das ist mein eigenes. Da darf ich nicht rein. Da geht es nicht rein. Da war aber gar kein Text. Ich habe einfach drauf gedrückt. Also öffnen stand da jetzt nicht.
Vielleicht ist es auch noch buggy. Das Addon kam hier erst raus. Bei manchen geht's. Aber keine Ahnung. Haus des Bauern muss ja eigentlich das da unten gewesen sein. Aber da hatte ich jetzt keine Möglichkeit reinzugehen. Lol, was war denn das für ein Lichtwechsel? Prozent. Ein Humpen Bier, 10 mal 40. Das war aber ein goldenes. Es wäre cool, wenn ich eigentlich auch einen Schlafplatz gehabt hätte hier in der Taverne. Dass es sich auch lohnen würde, dort zu bleiben. Noch sind sie nicht im Bett. Das klingt jetzt komisch, aber könnte ich mir etwas in deinem Haus ansehen? In meinem Haus? Bist du verrückt? Du willst dich doch nur beklauen. Nein, nein. Ich will mich nur über die landwirtschaftliche Landwirtschaft unterhalten, bitte. Rede nur mit Profibauern über die Landwirtschaft. Bring mir eine Karotte, die so groß wie ein Holzscheit ist. Dann lasse ich dich rein. So groß wie ein Holzscheit? Hey, da brauche ich magische Unterstützung. Bringe der Hexe eine Karotte und bitte sie. Okay. Gerade wo ich sagen wollte, Steinbruch, ich weiß nicht mehr weiter, da passiert sowas. So, du hast nichts zu tun. Gut, das wird jetzt auch eine Weile dauern. Aber wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich noch nicht mein Goldenes verschwende. Scheiße. Ups, ich wollte doch eigentlich sagen, ausrüsten. Aber jetzt bin ich super schnell. So, und zwar erstmal das Silberne. Weil es wäre doch doof, wenn ich das Goldene schon verschwende, wenn aber die Dings ja noch auf Stufe, die Taverne noch auf einer niedrigen Stufe ist, wodurch ich natürlich da jetzt nicht so viel Gain kriege. Ich bin so schnell. Oh. Hast du einen kleinen Moment Zeit für mich, mein Freund? Ich habe dir zu Dank. Dir kann ich stolz auf meinen Sohn sein. Ich habe lange gewartet bis zu dem Tag, an dem er heimlich zu trinken begann.
Ja, der Depp hat endlich den Mumm gewiesen, mich nicht mehr zu gehorchen. Mein Junge wird erwachsen, wie gut, dass du mir nie von dieser Flasche erzählt hast. Okay. Dann hätte er mich auch gerade reinlassen können. Es ist Kirchentag. Na, noch nicht. Ich gehe erst zu Kloto. Aber ist Kloto schon da? Na gut, bis ich dort bin, ist wahrscheinlich schon hell. Dann nehme ich den Kirchentag mit und dann geht es zurück. Sie ist tatsächlich nicht da. Und das Eisen ist respawned. Komm schon. Bleibt die Hexe. Es ist spät genug. Paletten im Tavernenkeller. Da habe ich noch eine Quest, okay. Okay, die Hexe hat aber kein Symbol. Das heißt, sie sollte eigentlich da sein. Was sie nicht ist. Okay, dann mache ich jetzt meine Seance zuerst. Na gut, dass ich so schnell bin. Das auch nur, weil es mir 47 Silber bringt. Das ist immer noch die schnellste Methode, um mal eben Geld zu machen. Noch bringt mir meine Taverne ja nicht viel. 4 Silber habe ich bekommen für 10 goldene Humpen. Da hätte ich, glaube ich, mehr bekommen, wenn ich die selber verkauft hätte. Aber gut, es hat auch Ruf gesteigert. So, ich hoffe, sie ist jetzt da. Yes. Liebste Kloto, kannst du etwas vergrößern? Ha, jede Woche, na klar, kann ich dein Ding vergrößern. Nein, nein, nicht das. Du sollst meine Karotte vergrößern. So kann man das auch nennen. Nein, nein, du sollst eine echte Karotte, so groß wie ein Haus, Scheit machen. Oh, das ist ja noch einfacher. Im Gegenteil will ich ein Date. Ein Date? Hör mal, ich habe etliche Macken und außerdem, nein, nicht mit dir, Süßer. Auch wenn du ziemlich niedlich bist. Ich meine mit dem süßen Ingenieur Corey. Okay, ich werde versuchen, dir ein Date zu organisieren.
Darf ich jetzt zweimal hin und her laufen? Bin ich hier schon Partnervermittler? Curry, willst du mit einer umwerfenden Schönheit auf ein Date gehen? Na klar doch, mein Alter. Ist kein Geheimnis, ich bin immer noch stark und heiß. Es gibt nur einen Haken, sie war mein umwerfendes Schönheit, aber das ist schon ein Weilchen her. Es ist Kloto. Wow, tut mir leid, aber von verrückten alten Schachteln lasse ich dir die Finger. Das ist schade, aber ich kann sie ihm nicht verdenken. Vielleicht weiß sein Bruder Tress ja, wie man Curry umstimmen kann. Wo ist denn Tress? Bitte Tress um Rat, der Zimmermann. Schön, dich zu sehen. Gibt es was Wichtiges? Tress, wie bekomme ich Curry dazu, etwas zu tun, was er nicht tun will? Weißt du, was Curry mir beigebracht hat? Dass ein guter Rat ist teuer. Gut, Curry ist verrückt nach lukrativen Geschäften. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Pff, wie merkwürdig. Ich frage mich, ob ich auch hätte Nein sagen können. Nein, du rennst nicht weg. Curry, was hältst du von einem lukrativen Geschäft? Da halte ich nichts von. Das mache ich einfach. Woran denkst du? Ja, ein Monopol für den Verkauf von hochklassigen Zaubertränken zuerst. Fantastisch, sag nichts mehr. Nenn mir einfach den Lieferanten. Pluto, die Hexe mit dem Sumpf. Sie, ich muss mich unbedingt mit dir treffen. Arrangiere das bitte für mich. Ah, ich kann mich nicht teleportieren. Vor allem, wie die Fußabdrücke aber auch bleiben. Könnte sogar noch ein bisschen schneller sein. Aber das Schöne an dem Speedtrank ist einfach mal, dass das 10 Minuten hält. Davon hat man wirklich eine Weile was. So, mal hoffen, dass sie nicht bis mittags schläft und ab Dunkelheit wieder weg ist. Aber bei den anderen Typen werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, heute hinzukommen. Curry hat sich über meine Einladung gefreut, oder? Ja, er war sehr aufgeregt. Er will wissen, wann und wo ihr euch trefft. Oh, wunderbar. Wo ist deine Karotte? Ich mache sie so groß wie eine Windmühle. Danke, aber die Größe eines Holzscheites ist genug. Okay, ich kann immer noch nicht teleportieren. Die ist riesig. Da hast du mal jemals so eine große Karotte gesehen? Das nennst du meine große Karotte? Ha, meine war viel größer, als ich jünger war. In Ordnung, komm rein. Was suchen wir eigentlich gerade? Vor allem komm rein, als ob er doch mitkommt. Alles klauen. So, aber das kupferne Zeug ist mir eh egal. So, und dann wollen wir noch mal unsere Errungenschaft wegbringen?
Super, du hast es geschafft. Ich glaube, du bist der erste Mensch, der den Bauer jemals reingelassen hat. Aha, oben bei der Bockfeste. Vorwärts, Marsch! Ich bin dabei, Leute. Linke, flache, Marsch. Ich bin mir sicher, Jove, diese Sache irgendwie stinkt sie. Die Nachttöpfe, die wir für die Priester ausleeren, stinken, Mann. Schämst du dich nicht? Du bist ein zäher Krieger. Aber du stehst nur herum wie eine Statue und verscheuchst die betrunkenen Fans der Priester. Das war's, ich habe schon vergessen, wie man den Helm anzieht. Aber der Wille des Urten Gottes, Jove, dann lass uns doch unser Willensstark Urten Gott die Nachttöpfe der Priester ausleeren. Wir brauchen ihn nicht, Horadric. Wir können auch selbst Wasser und Nahrung finden. Stimmt's, Lucius? Klar, ich will mir meine Frau selbst ersuchen. Hast du die Kuh gesehen, die er für mich ausgewählt hat? Wir würden es sowieso nie schaffen, Digus. Wird uns niemals den Schlüssel zum Portal überlassen. Das stimmt. Du wirst ihn wohl stehlen müssen. Meinen Vater beklauen? Kretzold, wie können wir nur... Nun ja, er ist ja nur dein Adoptivvater, also... Okay, dann machen wir das halt ohne dich. Pff. Du hast Kette versprochen, dass ihr zusammen sein werdet, und? Ich aber... Okay, Jove, du hast gewonnen, ich bin dabei. Halt! Hintere Reihe, Marsch! Rechte Flanke, Marsch! Hör mal, dieser Jove klingt nach einem coolen Typen. Er weiß, was er will, nicht so wie diese anderen Schwächlinge. Übrigens habe ich dich schon wieder nicht gesehen. Jove hat tolles Haar. Glaubst du, wir finden irgendwo eine Perücke und ein bisschen Kleber? Karl, gefällt es mir besser. Machen wir weiter. Legionärshelm wieder zurückbekommen. Das nächste sind uralte Dietriche. Wow, der Müller hat welche. Nun, das ist ziemlich unerwartet. Außerdem brauchen wir eine Priestermedaille. Und der alte Digo kann uns damit helfen. Okay, Kretzwort hat noch ein Artefakt. Den Legionärsdolch. So, wie war jetzt die Reihenfolge? Dietrich, Priestermedaille, Legionärsdolch. Okay. Schön, dass jetzt gleich mehrere hintereinander kommen. So. Plus eins. Ruf gesamt 3. Ein Humpenbier, bronzenes. Ah, okay. Man erkennt aber auch schon, dass es weniger ist. Ich habe aber fast den ersten Stern erreicht. So, aber dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal.